und die 10 Schlüsselfragen. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben gesagt, zu den Schlüsselfragen gehört die Frage nach der Definition, die Frage nach dem Urteil, also das Urteil, was ist das Urteil davon, diese Wissenschaft zu lernen, die Frage nach der Al-Thamara, nach dem Nutzen, nach dem Ertrag, was bringt diese Wissenschaft, das sind sehr, sehr wichtige Sachen. Besonders die Frage nach dem Nutzen ist eine sehr wichtige Frage. Einfach aus dem Grund, aus dem folgenden Grund, wenn etwas schwer ist, wenn eine Handlung Mühe erfordert, eine Handlung oder ein Bestreben Mühe erfordert, mühsam ist, dann müssen dem Menschen, entweder muss das jemand anderer machen oder er muss das mit sich selbst machen. Er muss sich bewusst sein über die Vorteile, die Nutzen, die er hat, wenn er diese Last auf sich nimmt. Also die Frage, warum sollte ich das lernen, nicht nur auf das Lernen bezogen, auf alles andere, warum sollte ich das machen? Warum sollte ich das machen? Diese Frage sollte jeder sich selbst beantworten. Denn die Frage nach der Motivation, das ist leider so, dass, und ich kann das aus persönlicher Erfahrung sagen, aus Erfahrung mit den Unterrichten und so, dass viele Menschen Motivationsprobleme haben oder ihre Motivation nur von sehr kurzer Dauer ist. Also Enthusiasmus am Anfang und sobald man sich ein wenig überfordert sieht von etwas, sobald man sieht, das ist nicht alles so einfach, wie man sich das vorgestellt hatte, wenn man zum Beispiel denkt, man müsse nur an Unterrichten teilnehmen und sitzen und zuhören und das war's, das ist völlig ausreichend. Und wenn man dann sieht irgendwann, das reicht alles nicht und dann ist man etwas überfordert und dann lässt man alles liegen. Deswegen die Frage, warum, ist die Frage nach den Motiven. Motivation bedeutet, Motive zu haben. Wenn du eine Wissenschaft lernst, wenn du dich mit einem Wissen beschäftigst, sei es der Fiqh, sei es die Sprache, sei es der Tafsir oder weltliche Wissenschaften, dann musst du eine Frage auf das Wieso haben. Warum mache ich das? Ansonsten wirst du nicht lange durchhalten können. Und diese Frage nach dem Wieso kann man auf zweierlei Wege beantworten. Und das machen die Ahlul Ilm. Und das eine ist, was sagt die Scharia dazu? Wie ist ihre Einstellung dazu? Fordert sie das von mir? Das ist so die allgemeine Antwort auf die Frage, wieso? Die allgemeine Antwort. Ist es eine Pflicht? Denn es kann sein, dass ich, besonders als ein Muslim, ein gewisses Pflichtbewusstsein habe. Und dass ich dementsprechend dann auch eine Handlung eben auf mich nehme, auch wenn sie ungemütlich ist oder etwas belastend ist. Denn so sind die Takalif der Scharia. Alle Forderungen der Scharia haben einen gewissen belastenden Aspekt. Deswegen heißen sie ja Taklif. Aber es gibt eine spezifischere Frage und die bezieht sich jetzt so auf die, wie gesagt, auf die Nutzen dieser Wissenschaft. Was habe ich persönlich davon? Abgesehen davon, dass ich vielleicht eine Pflicht erfülle oder eine erwünschte Handlung dadurch verwirkliche. Aber was habe ich persönlich davon auf individueller Ebene, in gesellschaftlicher Hinsicht und so weiter. Und das ist die Frage nach dem Ertrag und der Athamara. Und diese zwei Sachen wollen wir uns heute mal anschauen. Oder man kann das natürlich auch so sagen, die Wichtigkeit. Was für eine Wichtigkeit hat dieser Fiqh? Denn das ist auch eine Antwort auf die Frage, warum? Warum lerne ich das? Wegen dieser und jener Wichtigkeit. Tayyib. Die Wichtigkeit des Fiqh, fangen wir damit an. Die Wichtigkeit des Fiqh. Jeder von euch hat bestimmt eine gewisse Vorstellung darüber, eine gewisse Vorahnung, warum der Fiqh vielleicht so wichtig ist.
Der Fiqh nimmt aber unter den verschiedensten Disziplinen des Islams, den verschiedenen Wissenschaften, er nimmt eine königliche Stellung. Er ist also keine Randwissenschaft. Der Fiqh nimmt eine königliche Stellung unter den verschiedenen Disziplinen der Scharia. In der Realität ist es sogar so, dass eine Menge, viele Wissenschaften eigentlich nur dem Fiqh dienen. Oder anders ausgedrückt, sie sind nur Mittel zum Zweck. Sie sind nur Mittel zum Zweck. Keine Zweckswissenschaften. Vielleicht ist euch das bekannt, dass die Gelehrten, die Ulama, die haben natürlich auch, sie haben sich auch beschäftigt mit dem Fiqh aus pädagogischen Perspektiven. Und der Theorie des Lernens und Lehrens. Und das erfordert natürlich auch, dass man die Wissenschaften kategorisiert. Und eine dieser Einteilungen ist, dass man die Wissenschaften, alle Wissenschaften, die wir haben, in zwei Bereiche zerlegt. Einmal die sogenannten Mittel und die sogenannten Zwecke oder Ziele. Mittel und Ziel. Das ist, kannst du dir aus deinem Alltag auch, also in Analogie auf deinen Alltag, in Analogie auf deinen Alltag, wenn ich zum Beispiel nach Berlin gehen will oder in irgendeine andere Stadt, irgendeinen anderen Ort, dann habe ich ein Ziel und das ist Berlin, in Berlin anzukommen. Ich brauche dafür aber ein Mittel. Um dort anzukommen zu diesem Ziel, indem ich mich dann ausgiebig mit etwas beschäftigen will, indem ich etwas realisieren und verwirklichen will, ich brauche ein Mittel, um dorthin zu kommen. Also ein Transportmittel in unserem Fall. Wenn wir jetzt aber beginnen, wenn ich mir nun dieses Transportmittel anschaffe und nur noch mit dem Transportmittel beschäftigt bin, ich fahre damit rum, ich verbessere es hier und da, füge dem etwas hinzu, baue es um, mache viele Probefahrten damit, trainiere mit diesem Wagen, aber komme nie zu meinem Ziel, weil ich mich einfach zu intensiv mit dem Mittel beschäftigt habe und das Ziel vernachlässigt habe, das ist dann ein schwerwiegender Fehler. Und genauso sieht es mit den Wissenschaften aus. Wir haben Mittel, Mittelwissenschaften, ich nenne sie mal Mittel, das sind so Werkzeuge, die du benötigst. Dazu gehört zum Beispiel die arabische Grammatik, dazu gehört die arabische Literatur und Poesie, dazu gehört, die Poesie ist übrigens auch ein aus einer gewissen Perspektive meine schariatische Wissenschaft, die klassische Poesie, die Morphologie, die Rhetorik, der Usul al-Fiqh, der Mustalah al-Hadith, das sind alles so Wissenschaften, das sind nur Mittel. Aber der Fiqh ist eine Zielwissenschaft, der Fiqh ist ein Zweck. Mit dem kannst du dich dein ganzes Leben beschäftigen, das ist keine Zeitverschwendung. Wenn du dich aber dein ganzes Leben mit der Grammatik beschäftigst und nie zu einem Ende kommst, dann ist das verlorene Zeit. Dann ist hier genau das passiert, was ich eben mit der Reise oder mit dem Transportmittel in Berlin beschrieben habe. Tayyib. Wir haben schon einige Texte angesprochen gehabt, in denen Allah Ta'ala zum Fiqh anspornt. Und das Selbst ist eine Wichtigkeit. Das Selbst ist ein Beleg für die Wichtigkeit. Ihr erinnert euch vielleicht an den Vers, den wir eingangs genannt haben, um die sprachliche Bedeutung des Wortes Fiqh etwas zu belichten. Allah Ta'ala sagt, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Es steht den Gläubigen nicht zu, allesamt auszurücken. Wenn doch von jeder Gruppe von ihnen ein Teil ausrücken würde, um von der Religion zu lernen, لِيَتَفَقَّهُ, um den Fiqh zu gewinnen, um ihn zu sammeln und um ihre Leute zu warnen, wenn sie zu ihnen zurückkehren. Hier ist also ein Ansporn, dies zu tun. In einem Hadith wird überliefert, dass darin lautet es, خَيْرُ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الْفِقْهِ. Der beste Dien oder der vortrefflichste Dien, mit dem Dien ist hier die persönliche, individuelle Auslebung des Dien gemeint, eines Menschen. Weil der Dien als Ganzes ist ja einer. Aber hier ist gemeint, wie gesagt, die Auslebung eines Einzelnen von uns. Der beste Dien von euch ist der einfachste. Das heißt, wer es sich einfach machen kann, in einem religiös legitimen Rahmen, der verhält sich nicht löblich, wenn er es sich schwer macht. Wenn er mit einem Auto nach Mekka fahren kann für den Hajj, dann ist es nicht notwendig, dass er zu Fuß dorthin läuft, um sich das unnötig schwer zu machen. Und wer Schuhe hat, muss nicht barfuß hinlaufen. Das machen nämlich einige Leute. Und dann sagt er, وَأَفْضَلُ الْعِبَادَ الْفِقْهِ. Und die beste, die vortrefflichste, vorzüglichste Ibadah ist der Fiqh. Diesen Hadith überliefert Ibn Abdul Barr von Anas Ibn Malik. Und ein anderer Bericht, der auch interessant ist, den Abu Umar Ibn Abdul Barr überliefert. Er sagt, darin heißt es, إِنَّكُمْ أَصْبَحْتُمْ فِي زَمَانٍ كَثِيرٌ فُقَهَاءُهُمْ قَلِيلٌ قُرَّاءُهُمْ وَخُطَبَاءُهُمْ. Ihr befindet euch in einer Zeit, also hier ist die Zeit der Sahaba gemeint, ihr befindet euch in einer Zeit, in der es viele Fuqaha gibt. Es gibt viele Fuqaha. Fuqaha ist die Mehrzahl von Faqih. Also viele, die belehrt sind über die Einzelheiten, die einzelnen Normen, Bestimmungen des Din. Auch wenn man nicht in jedem Bereich wissen muss. Es kann sein, dass jemand Mujtahid ist, beispielsweise im Themenbereich der sogenannten Mu'amalat, der innermenschlichen Interaktionen, Handel, Verkauf, Vermietung, Verpachtung, Ehe, Scheidung, Erbe. Aber im Bereich der Ibadat und des Qadha ist er beispielsweise ein Muqallid, ist möglich sowas. Die Vorstellung, die einige haben von uns, dass wenn wir von einem Alim reden, dass es ein Universalgelehrter ist, das ist eine Traumvorstellung. Sowas gibt es nur sehr selten. Sowas gibt es nur selten. Universalgelehrte, die in wirklich jedem Fach Fachmänner sind, sowas gibt es selten. Es ist schon schwer genug, in einem einzigen Fach als eine hervorragende Person herauszustechen. Aber das werden wir gleich sehen. Ich habe hier auch etwas von Ibn al-Jawzi für euch. Auf jeden Fall, er sagt dann hier, ihr befindet euch in einer Zeit, in der es viele Fuqaha gibt, aber wenige Qurra und wenige Khutaba. Al-Khutaba sind die Leute, die Freitagspredigten oder sonstige Ansprachen halten, um die Menschen zu bewegen, emotional anzutreiben. Das sind die rhetorisch begabt sind. Das sind die Prediger. Damit meint er die Khutaba. Also, in eurer Zeit gibt es viele Fuqaha, wenige Qurra sind die, Al-Qurra, damit sind jene gemeint, die sich lediglich mit dem Lesen des, mit der Tilawa des Koran beschäftigen, die Huffaz und die sozusagen nur die Rezitation beherrschen, ohne Wissen zu haben. Denn nicht jeder, der beispielsweise ein Qari ist, ist auch ein Alim. Sahih? Da gibt es keinen Zusammenhang.
Jemand kann die 10 Qiraat auswendig, ist aber kein Alim, vielleicht nicht einmal ein Talibul Ilm, vielleicht ein ganz einfacher Mann. Ist möglich sowas? طيب. Und jetzt kommt der interessante Teil. Er sagt, قَلِيلٌ سَأِلُوهُ كَثِيرٌ مُعْطُوهُ. Wenige, die nach ihm fragen, nach dem Wissen. Wenige, die nach ihm fragen. Das heißt, es gibt das Wissen in einer Form von Überschuss. Es ist so überschüssig, dass man nicht für die Fragen suchen muss. Und daher besteht keine große Nachfrage. Und der Grund, er sagt, كَثِيرٌ مُعْطُوهُ. Viele, die es geben, das Wissen. Und dann sagt er, العمل فيه خير من العلم. Das praktische Handeln ist hier, also in dieser Situation, in dieser Zeit, besser als das Wissen. Besser als dass man sich gänzlich und komplett dem Ilm widmet, weil es in diesem großen Ausmaß nicht benötigt wird. Und dann sagt er, und jetzt kommt die andere Seite der Medaille, er sagt, وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه. Es wird aber eine Zeit über die Menschen kommen, in der es wenige Fuqaha geben wird. Wenige Fuqaha, wenige Menschen, die mit dem Fiqh ausgestattet sind. Viele Qurra und Prediger. Wenige, die es geben, also das Wissen, über den Fiqh. Viele, die fragen. Das Wissen hier ist besser als das Tun, also das praktische Handeln. Al-ilmu fihi khayrun min al-amal. Ibn al-Jawzi, vielleicht habt ihr schon mal von ihm gehört, Ibn al-Jawzi kann man tatsächlich als einen Universalgelehrten bezeichnen. Auch wenn er im Fiqh seine wirkliche Position hatte, aber er war ein Universalgelehrter. Er hat ihn fast in jedem Fach geschrieben. In jedem Fach hat er etwas rausgebracht für die Leute. Ibn al-Jawzi ist ein hanbalitischer Gelehrter, ist nicht zu verwechseln mit Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Das sind zwei verschiedene Personen. Ibn Qayyim al-Jawziyyah, den wir als Ibn al-Qayyim kennen, sie haben eine gewisse Ähnlichkeit in den Namen, Ibn al-Jawzi, Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Das sind zwei verschiedene Personen. Ibn al-Jawzi hat vor ihnen gelebt. Er bringt das auf den Punkt. Er bringt die Wichtigkeit des Fiqh äußerst genau und präzise auf den Punkt. In seinem Buch Saydul Khatir. Saydul Khatir, ich weiß nicht, ich glaube, das Buch gibt es nicht in der deutschen Sprache. Und wenn es das auch geben würde, wäre ich nicht sehr begeistert. Ich bin im Allgemeinen nicht sehr begeistert von den Übersetzungen, die wir hier auf dem deutschen Markt haben. Aber wer von euch das Buch lesen kann, auf Deutsch oder auf Arabisch, das wäre das Idealste, oder auf einer anderen Sprache, der muss dieses Buch lesen. Sayyid al-Khatir muss man gelesen haben. Er sagt darin, das ist übrigens kein Buch in einem bestimmten Thema, das sind ganz verschiedene Gedanken, Gedankenblitze, Ideen von Ibn al-Jawzi, die er niedergeschrieben hat, zu den verschiedensten Themen. Das ist eine Schule, wenn man dieses Buch ist, eine Schule der Tarbiyah, ein pädagogisches Buch. Sayyid al-Khatir. So, ich schreib's später in den Kanal. Er sagt darin Folgendes, diese Aussage, wenn ihr das hört, das kann vielleicht für den einen oder anderen etwas schockierend wirken, aber das ist einfach so, wie gesagt, weil wir haben falsche Vorstellungen von einem Alim. Wenn wir von einem Alim reden, der denkt dann immer, das ist ein Universalgelehrter, wie gesagt, eine Enzyklopädie, die alles weiß und in jeder Sache, in jedem Fach mitsprechen kann. Das ist das, was wir uns als Alim vorstellen. Dass es aber nicht die Realität ist, sehr fern von der Realität ist, dass
wissen die meisten nicht. Aber wenn man sowas dann liest, dann kann man etwas schockiert sein. Er sagt hier, der größte Beweis für die Vortrefflichkeit und den Wert einer Sache, woraus ergibt er sich? Er ergibt sich durch den Blick auf die Früchte und Ergebnisse. Die Früchte und Ergebnisse. Wer die Früchte und Ergebnisse des Fiqh betrachtet, der wird zu dem Schluss kommen, dass der Fiqh die vorzüglichste Wissenschaft ist. وَمَنْ تَأَمَّلَ ثَمَرَةَ الْفِقْهِ عَلِمَ أَنَّهُ أَفْضَلُ الْعُلُومِ. Und dann, er zeigt hier uns dann einige Gesichter davon, einige Gesichtspunkte der Überlegenheit des Fiqh. Manche sind, haben mit Personen zu tun. Unter anderem sagt er nämlich, فَإِنَّ أَرْبَابَ الْمَذَاهِبِ فَاقُوا بِالْفِقْهِ الْخَلَائِقَ أَبَدًا. Er sagt, die Leute des Fiqh haben mit dem Fiqh, also mit dieser Wissenschaft, andere um Ränge übertroffen. Selbst wenn es in ihrer Zeit andere gab, die wissender um den Koran, den Hadith oder der Sprache waren. Und dann sagt er, das ist jetzt ein etwas historischer Aspekt, er sagt, du kannst das an den Leuten unserer Zeit messen. In welchem Jahrhundert hat Ibn al-Jawzi gelebt? Wisst ihr das? Ibn al-Jawzi? Wer weiß das? Na, so ungefähr. Er ist nämlich im Jahr 510 geboren und im Jahr 597 ist er gestorben. 510 geboren, 597 gestorben. So, er sagt, also, du kannst das an den Leuten unserer Zeit messen. Inwiefern? Wie folgt. Du wirst den jungen Mann sehen, der die offensichtlichen Angelegenheiten, also offensichtlich nicht mal die komplexen und sehr subtilen, feinen Sachverhalte, du wirst den jungen Mann sehen, der die offensichtlichen Sachverhalte des umstrittenen Fiqh kennt. Er begnügt sich damit und ist in der Lage, das Urteil Allahs in den Nova, das heißt den neuen Ereignissen, den Neuheiten im Leben des Menschen, er ist in der Lage, das Urteil Allahs zu erkennen. In diesen sozusagen neuen Ereignissen, neuen Sachverhalten, die andere scharfsinnige Gelehrte nicht erkennen können. Und dann sagt er hier Folgendes, das ist das, was ich schon gemeint habe. Er sagt, وَكَمْ رَأَيْنَا مُبَرَّزًا فِي عِلْمِ الْقُرْآنِ أَوْ فِي الْحَدِيثِ أَوْ فِي التَّفْسِيرِ أَوْ فِي اللُّغَةِ لَا يَعْرِفُ مَعَ الشَّيْخُوخَةِ مُعْظَمَ أَحْكَامِ الشَّرْعِ. Wie viele Hervorragende haben wir in den Koranwissenschaften, dem Hadith, Tafsir oder der Sprache gesehen, die trotz ihrer Scheichucha, das heißt trotz ihrer Scheichposition in diesen Wissenschaften, einen Großteil der Normen und Bestimmungen der Scharia nicht kannten. Einige von ihnen wissen möglicherweise nichts über die Bestimmungen der Absicht im Gebet. Und dann sagt er hier Folgendes, hat das zu bedeuten, wenn man das jetzt so hört, kann das sein, dass man ein Faqih ist, ohne die anderen Wissenschaften zu kennen? Ja, wenn wir jetzt davon reden, dass ein Muhaddith nichts vom Fiqh weiß, ein Alim des Koranes, der sich mit den Koranwissenschaften beschäftigt, nur wenig bis kaum etwas Bedeutendes vom Fiqh weiß, kann es also heißen, dass jemand Faqih ist, ohne etwas von den anderen Wissenschaften zu kennen, im umgekehrten Rückschluss? Er sagt, auch das beantwortet er uns auch direkt, er sagt, es ist aber nicht angebracht, dass dem Faqih andere Disziplinen fremd sind. Er wird kein Faqih sein, wenn er nicht an jeder Disziplin Anteil nimmt und den Rest seiner Zeit dem Fiqh widmet. Und das hier, das, was Ibn al-Jawzi uns hier beibringt, das lässt auch diese Blase von diesem Ideal-Alim, das wir in unseren Köpfen haben, platzen.
dass sowas existiert, nur sehr selten. Das sind die wenigsten. Wenn jemand beispielsweise im Bereich der Sprache hervorragend ist, dann schwächelt er meistens irgendwo anders. Wenn jemand in den Hadith-Wissenschaften hervorragend ist, dann schwächelt er oft auch in den anderen Bereichen. Das ist eine ganz normale Sache. Und deswegen sind die Ulama auch untereinander voneinander abhängig. Sind untereinander voneinander abhängig. Das ist eines der Aspekte Wichtigkeit des Fiqh. Aber du kannst es auch in deinem allgemeinen Leben fühlen. Du selbst, Jani. Die Wichtigkeit des Fiqh. Und an diesem, unserem persönlichen Empfinden und an unserer persönlichen Erfahrung können wir auch messen, dass der Fiqh wirklich eine ganz oben auf der Spitze irgendwo ist. Die meisten Fragen, die man hat, die man als Individuum hat in seinem ganzen Leben, über dein ganzes Leben hinweg, die meisten Fragen, die du hattest, auf was haben sie sich bezogen? Die meisten würden sagen, wenn man die Definition des Fiqh verstanden hat, dass es eigentlich immer Fragen waren, die man in diesen Bereich des Fiqh zuordnen könnte. Ob es jetzt in den Ibadat ist oder was anderes, weil wir haben ja nicht nur, unser Leben besteht nicht nur aus der Ibadat. Wir sind tagtäglich mit Situationen konfrontiert, die von dem Fiqh geregelt und bestimmt werden. Sahih? Wenn du sprichst, gelten Ahkam des Fiqh. Wenn du kaufst oder verkaufst, wenn du etwas mietest, wenn du einen Kredit nimmst, wenn du ein Haus bauen willst und diese Fragen nach Grundstück, wenn du ein Haus verkaufen willst und du hast einen Partner gehabt, also das hat euch beiden gehört, das wird vom Fiqh bestimmt. Wie gehen wir jetzt um? Wenn du eine Ehe eingehen willst, wenn das Erbrecht, die Scheidung, ganz viele Aspekte, die uns tagtäglich im alltäglichen Leben eben, mit denen wir uns konfrontiert sehen, und das alles wird vom Fiqh geregelt. Das heißt, die meisten Fragen der Menschen drehen sich im Kreis des Fiqh, und das zeigt uns die immense Wichtigkeit des Fiqh. Tayyib. Nach der Wichtigkeit stellt sich die Frage, muss ich den Fiqh lernen? Muss ich ihn lernen? Und wenn ich ihn nicht lerne, wie gehe ich dann vor? Was ist dann meine Pflicht, wenn ich ihn nicht lerne? Ich meine mit dem Lernen nämlich, was wir meistens, wenn wir vom Lernen sprechen, dann reden wir nicht davon, ein paar Sachverhalte zu lernen, sondern ich meine schon mit dem Lernen das ausgiebige Studieren. Dass man sich ausgiebig damit beschäftigt. Nicht nur mit dem Fiqh der Ibadat, Beten, Fasten, Hajj, Zakat, sondern noch weiter. Der Fiqh, das ist nur ein Viertel des Fiqh. Dieser Bereich, die Ibadat, das heißt das Fasten oder das Gebet, das Fasten, die Zakat und der Hajj, das ist nur ein Viertel vom Fiqh. Wir haben noch drei andere Bereiche des Fiqh. Also die Frage, muss ich den Fiqh lernen? Wenn wir das Wort Lernen etwas allgemeiner nehmen, also jetzt nicht nur im Sinne des ausgiebigen Studiums, dann kann die Antwort heißen ja und nein. Ja und nein. Du musst und du musst nicht. Das hört sich wie ein Widerspruch an, ist aber kein Widerspruch. Denn das Ja bezieht sich auf die Dinge, die du jetzt unmittelbar benötigst, die du gerade jetzt benötigst oder benötigst, um deine individuellen Pflichten zu erfüllen. Beispielsweise, jeder von uns ist verpflichtet,
das Gebet 5-mal am Tag zu verrichten. Wie kann ich das Gebet verrichten? Ich muss die Ahkam des Gebets erlernen. Das heißt, das ist eine Pflicht für mich. Wenn ich vermögend bin, dann kommt die Frage der Zakat. Wenn ich Landbesitzer bin, wenn ich Vieh habe, ja, also wenn ich in der Agrarwissenschaft Wirtschaft arbeite, dann und eben Land und Acker habe, dann stellt sich auch die Frage der Zakat. Oder wenn ich Handel betreibe, ich bin Händler, dann stellen sich hier einige Fragen, die den Handel betreffen. Die muss ich dann lernen. Also all das, wovon ich persönlich betroffen bin, jetzt im Moment und nur, das muss ich lernen. Alles, was darüber hinausgeht, und das ist der größte Teil des Fiqh, der größere Teil des Fiqh, das ist eine, was ist das? Das ist eine, das ist keine individuelle Pflicht mehr, das ist dann eine, wie nennt man das andere? Ich habe es selbst vergessen jetzt. Fardul Kifaya, wie nennt man das auf Deutsch? Eine kollektive Pflicht. Eine kollektive Pflicht ist das. Das heißt, es muss in unserer Gemeinschaft Leute geben, die das beherrschen und können, an die wir uns wenden können. Ansonsten trägt jedes einzelne Individuum Schuld und Sünde dafür, dass man so etwas nicht gefördert hat oder selbst in die Hand genommen hat. Denn das ist eine gemeinschaftliche Pflicht. Was heißt gemeinschaftliche Pflicht? Das heißt, irgendwie ist ja jeder davon angesprochen. Kannst du das selbst nicht? Dann fördere. Kannst du nicht fördern? Dann helf irgendwie. Aber irgendwie muss man dazu beitragen, dass so etwas zustande kommt. Und wenn sowas nicht in ausreichendem Maß zustande kommt in deiner Gemeinschaft, in deiner Gesellschaft, dann trägst auch du Schuld. Irgendwie, mehr oder weniger, trägt dann jeder Schuld. Schuld also Sünde. Ist aber der Bedarf gedeckt, das heißt, nehmen wir mal an, wir brauchen in jeder Stadt brauchen wir einen Faqih und wir haben tatsächlich fast in jeder Stadt einen Faqih und danach ist das eine erwünschte Handlung. Danach ist es erwünscht, weiterhin erwünscht, aber keine, in dem Ausmaß also auch keine kollektive Pflicht mehr. Das zu dem Hukm Ta'allum al-Fiqh. Maschi?